Hallo zusammen, ich war jetzt auf dem Monte Carpano oben und ich freue mich jetzt mega auf ein kaltes Eis und aufs Meer gleich. Ich möchte euch aber vorher noch eine weitere Pflanze zeigen, und zwar die hier, Opuntia ficus indica, auch indische Feige genannt. Eigentlich Blödsinn, denn es ist ein Kaktus, es ist keine Feige. Es kommt daher, da die Pflanze früher in Indien angebaut wurde. Woher sie ursprünglich kommt, weiß man nicht, also auf jeden Fall vom amerikanischen Doppelkontinent, denn es ist ein Kaktus und die Kaktazeen kommen nur aus Amerika. Wird aber weltweit kultiviert und ist unter anderem auch hier in Italien, ist jetzt hier verwildert. Und diese Früchte hier, die kann man essen, daraus kann Marmelade gemacht werden oder auch Likör. Ich mache jetzt mal eine Frucht hier ab. So, wenn man die aufschneidet, dann könnte man das Fruchtfleisch so essen, wie es gerade ist. Muss nicht mehr gekocht werden oder so, deswegen ist es auch ziemlich beliebt. Jetzt vielleicht noch für die Mädels unter euch. Also die Kerne daraus wird dann tatsächlich Kakteenöl hergestellt. Also die Kerne werden getrocknet und gepresst. Und das ist in ganz vielen Kosmetikprodukten zu finden. Also ich glaube, ich nehme die Frucht jetzt mal mit und probiere sie mal. Mal gucken, wie sie so schmeckt. Ich wollte euch die Pflanze jetzt einfach mal zeigen, so als eine typische Pflanze, die jetzt hier seit Jahrhunderten kultiviert wird und die auch wirklich noch heute stark genutzt wird. Und aus dieser Frucht von Opuntia ficus indica wird wirklich häufig Likör hergestellt, den man ganz oft kaufen kann. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Ich glaube, das war jetzt eines der letzten Videos zur Mittelmeerregion. Ein paar Videos zur Meeresbiologie kommen noch und ich hoffe, wir sehen uns möglichst bald wieder in der Schule. Bleibt gesund!